zwei Dinge bitte ich zu entschuldigen. Ich bin noch nicht richtig wach. Sie machen das jetzt hier seit Tagen, seit 4, 5 Tagen, 18 Stunden Inhalte, 6 Stunden Party. Dazwischen schlafen Sie ja immer. Mein Problem, ich mache das jetzt schon seit 30 Tagen. Deswegen habe ich gerade auch so eine Joe Cocker Stimme. Bitte die zu entschuldigen. So, ich habe den Vortrag in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist der inhaltliche Teil, also was machen wir hier? Warum gelingt es uns nicht, seit Jahrzehnten es in die breite Masse zu kriegen? Und wie könnten wir es in die breite Masse bekommen? Sie haben ja kaum inhaltliche Vorträge gehört die letzten Tage. Eine Million, Bank, doppelt, 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 doppelt. Crash, Guthaben, Schulden, ganz schrecklich. Josefspfennig. Nee, das geht. Nehme den wieder. Das war der inhaltliche Teil. Ich finde das spannend. Ich habe schon einige Wochenenden und Seminare besucht. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit dieser inhaltlichen Materie und mit diesem theoretischen Wissen, was auch wundervoll ist. Allerdings ist das immer sehr kompliziert, wenn immer wieder 20, 30, 100, 200 Leute zusammenkommen und sich gegenseitig erzählen, was abläuft. Kleine Nuancen unterschiedlich sind, sich gegenseitig erzählen, dass sie Recht haben. Und jeder, der das nicht verstehen will, der ist doof. Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Ich habe mir die Frage gestellt, ganz kausal zusammengerechnet, wer ist der Doofe in dieser Situation? Und leider muss ich feststellen, wir haben einen höheren Doofanteil als Sie da draußen. Und zwar nicht vom Menschenverständnis und so weiter her, sondern einfach aufgrund der Methodik. Wir können mal ins Warum einsteigen. Ich würde gerne darauf eingehen, warum sich unsere Verbände, Organisationen, auch Einzelpersonen schwer tun, unsere Inhalte an den Mann zu bringen. Ich will einfach mal ein bisschen so erzählen. Auch an die Frau. Gudrun, für dich werde ich heute gendern. An den Mann und die Frau. Ich kenne so Freiwirte. Global Change ist ein freiwirtschaftlicher Verband. Die sind top in der Materie. Die haben so eine Tasche dabei. Die ist groß genug, da passt eine ganze Wahrheit rein. Die haben die dabei. Die erste Strategie ist, ich muss das den Leuten näher bringen. Und die Idee ist, ich gehe jetzt auf den zu und sage dem, hallo, du weißt das alles noch nicht, deswegen erzähle ich dir das alles. So lange, bis du genauso wie ich sagst, genau auf diese Information habe ich gewartet. Jetzt bin ich schlauer und ja, ich habe sonst nichts zu tun. Ab jetzt machen wir das zu zweit. Wir besorgen uns so Heftchen, gehen von Tür zu Tür, klingeln, Leute machen auf, fragen erstmal Zeugen Jehovas, Mormonen, nö, Freiwirte. Wir wollten mal mit Ihnen über das Finanzsystem reden. Ich komme aus der PR, ganz schlechte Strategie. Aber so einen Tag kann man das mal ausprobieren. Ist sicher witzig, was da passiert. Aber das ist gar nicht das Problematische. Das ist das, was mir eigentlich ein bisschen wehtut.
weil ich da sehe, da sind Menschen, die das wirklich voller Liebe und voller Engagement tun und eigentlich wollen sie den anderen was Gutes tun. Und bei unseren Teambesprechungen sage ich immer, das kann ich hier auch nochmal probieren, das Gegenteil von Schwarz ist Weiß. Das Gegenteil von Nacht. Tag. Das Gegenteil von Gut. Böse. Nein, das Gegenteil von Gut ist gut gemeint. Mit schlecht kann ich umgehen, aber gut gemeint macht uns die ganze Sache kaputt. Es sind Leute, die meinen das total lieb und richtig und fein und merken nicht, was sie eigentlich anrichten. Und genau darauf will ich eigentlich jetzt mal eingehen. Was wirklich schwierig ist, weil ist Susanne Wiegel eigentlich da? Susanne Wiegel haben wir die einzigen zwei Vorträge, die inhaltlich nicht allzu in die Tiefe gehen, aber wir bemühen uns immer zu verstehen, wie wir diese Inhalte transportieren können, indem wir einfach verstehen, wie ein Mensch irgendwie aufgebaut ist. Ich werde was ganz Verrücktes erzählen. Der Mensch, der hat so ein Gehirn und bekommt Informationen. Und das menschliche Gehirn hat eine ganz tolle Eigenschaft. Wenn ich was sage und meine, denkt mein Gehirn immer, dass ich recht habe und richtig liege. Das muss nicht bedeuten, dass die 7 Milliarden anderen Menschen auch der Meinung sind, dass ich recht habe und richtig liege. Aber das ist nicht schlimm, das ist ein wirklich großes Dilemma, weil ich denke in dem Fall wirklich, ich habe recht. Und dann kommt das nächste Problem. Ich fühle mich wie jemand, der irgendwie an der Ecke steht und die ganze Welt so gegen sich. Und wenn man das jahrelang macht, sucht man nach Antworten, warum das schief gehen könnte. Und jetzt will ich einfach erzählen, für diejenigen, die in Zukunft eine Gruppe organisieren werden vor Ort oder als Experte Vorträge halten werden und so weiter, jetzt werde ich einfach mal ein paar Punkte erzählen, was man machen kann, um all diese ganze Sache, die wir hier machen, so schnell wie möglich kaputt zu machen. Ich wollte es mal so rum aufziehen. Gute Tipps, wie wir den ganzen Laden einfach mal in die Luft jagen können. Kommt. Anleitung zum Unglücklichsein. So. Erster Tipp. Reden Sie nur über Inhalte, tief theoretisches Wissen. Und das stundenlang und vermitteln Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie kein bisschen Spaß am Leben haben. Schon richtig. Ist nicht schlimm, damit können Leute umgehen. Das kennen die noch von der Schule, so Leute gab's. Aus Verzweiflung, dass niemand Sie versteht, spielen Sie ein bisschen mehr mit dem Feuer und sagen, natürlich verstehen die mich nicht, weil es haben sich Leute gegen uns verbündet. Nächster Tipp. Gehen Sie rum und erzählen, ganz tiefe Inhalte kommen jetzt von mir. Hab keinen Spaß am Leben, weil da gibt es in New York so ein Hochhaus, da sind so 7, 8 Leute, die treffen sich jeden Dienstag. Naja, wenn ein Monat 5 Wochen hat, eine Woche fällt aus, aber immer dienstags treffen die sich da oben auf diesem Turm, haben so Kutten an, malen da Runen auf, beherrschen auch die Welt, aber darum geht's nicht. Und da überlegen die sich jeden Dienstag, wie ich dir diese Inhalte nicht weitergeben darf. Die haben sich nämlich verschworen, global, um mich zu verhindern. Und die machen das seit vielen Generationen. Ich will nicht tiefer gehen, das ist so ein Bereich, der mich immer aufregt, weil man da auch noch menschenverachtende Elemente noch mit einbaut. Und dann wird die Sache noch hässlicher. Wenn die soweit sind und sagen, okay, jetzt habe ich beide schon zusammen, Konzept ohne Seele, Verschwörungstheorie, man kann es noch besser kaputt machen. Stellen Sie unser Thema einfach viel breiter auf.
Sagen Sie, es ist 2012. Wir haben den Maya-Kalender. Ich war im Esoterik-Shop. Ich habe jetzt hier ein Pendel. Ich habe mir auch ein Tuch gekauft. Irgendwie Düfte. Bringen wir dem Ganzen noch so einen spirituellen Charakter noch rein. Also ich kam nach Bayern aus der Türkei. Davor war ich in ein paar anderen Ländern. Als ich ein Kind war und man mich gefragt hätte, so Kopftücher, was denkst du dazu? Hätte ich gesagt, na klar, Bayern. Ich war in einem Nonnenkindergarten in Erlangen. Und dann war ich in der Türkei in der Schule für ein paar Jahre. Da darf man kein Kopftuch tragen. Also wie unterschiedlich da Kulturen sind, weiß man gar nicht. Was ganz toll ist, auch in Frankreich, was wir in Deutschland gar nicht hinkriegen, die haben etwas, das nennt sich Laizismus oder ein Säkularismus. Glaube oder Religion und Politik, Wissenschaft haben erstmal nichts miteinander zu tun. Und das hat wirklich gut getan. Das kriegen wir vor allem in Bayern nicht hin. Aber wir sollten es in unserem Bereich hinbekommen. Aber ich bin ja noch dabei, was Sie machen können, um das richtig kaputt zu machen. Sie haben alles. Inhalte ohne Seele, Verschwörungstheorie, Esoterik. Wenn da immer noch nicht genug Leute da sind. Guter Tipp. Der Tipp ist wirklich ernst gemeint. So bekommen Sie am schnellsten ganz viele Leute, die Sie toll finden. Schauen Sie sich ein paar Themen an, die Menschen da draußen aufregen. Übrigens, gerade diesen letzten Schritt machen wirklich nur Leute, die... Nee, da komme ich gleich hin. Sagen Sie, jetzt ist die Zeit der Wutbürger. Ich will alle Wütenden aufsammeln. Bundesweit. Alle Wütenden sollen zusammenkommen. Und die dürfen ihre Macken haben. Die können ruhig mal ein bisschen rechts blinken. Die können sagen, ach, vielleicht ist die Geschichte anders verlaufen im letzten Jahrhundert. Ich habe da so meine Theorien. Aber suchen Sie sich so richtig harte Knaller. Ein gutes Slogans, wie sie so richtig hartes Zeug von sich geben. Versprochen, da kommen eine Menge Leute. Wenn Sie das zusammen haben, Inhalte ohne Seele, Verschwörungstheorien, Esoterik und menschenverachtende Dinge, rechts, dann ist das ein super Paket. Wenn Sie das machen, in den nächsten 3 Monaten durchgehend, haben Sie eines geschafft, und das ist monumental, diese Leistung. Sie schaffen es in 3 Monaten, die gesamte Leistung von Helmut Kreuz, Fritz Andres und vielen anderen, in 3 Monaten absolut kaputt zu machen. Ich kriege jetzt nicht viele Lacher, ist auch gar nicht witzig. Wieso erzähle ich das? Wir machen diesen Kongress, haben wir schon im letzten Jahr gemacht. Ich habe jetzt das so geschildert, haben Sie auch das Gefühl, das, was ich da geschildert habe, das kann doch kein Mensch, der bei Sinnen ist, wirklich so durchziehen. Gibt aber Leute, die machen das. Und deswegen glaube ich, das ist ein Punkt, sind wir nicht erfolgreich. Wir sind nicht erfolgreich, weil wir eines nicht tun. Für die, die dabei waren, ganz wichtig, hatte ich gestern erwähnt. Anders. Ich war ein Kind, da gab es bei uns einen großen Spielplatz in Erlangen am Bohlenplatz. Es gab so mehrere Sandkästen, konnte man toll spielen. Und man ist da zu so einem Sandkasten, da war richtig Leben und alles. Und da wollte man mitspielen. Da gab es Kids, die waren der Hammer. Ich nenne sie mittlerweile die coolen Kids.
die spielen in dem Sandkasten. Und dann gab es die anderen, die durften da nicht mitspielen. Die hatten irgendwie die Schippe nicht oder ich nenne sie mal Popelkinder. Meistens standen die immer in der Ecke und haben irgendwie gesagt, ich darf da nicht mitspielen. Aber dieser eine Sandkasten, da gab es irgendwie ein Prinzip, die haben sich die Schippen geteilt, haben gemeinsam tolle Sachen gebaut, die hatten richtig Spaß zusammen. Und meistens waren Leute hier an der Ecke, die haben da rumgepopelt, die durften nicht mitspielen, weil sie entweder einmal eine gescheuert haben oder versucht haben, eine Schippe wegzunehmen oder irgendwas in diesem Sandkasten kaputt machen wollten. Ich fände eine Freiwirtschaft, jetzt kommt ein kleiner Lösungsansatz, wie wir damit umgehen könnten. Ich fände unsere Themen so gut aufgestellt, wenn wir es hinbekommen, dass wir in diesem Sandkasten spielen, tolle Projekte machen, uns die Schippen teilen, jeder zwar seine eigene Sandburg baut, aber es ist der gleiche Sandkasten und wir benutzen die gleichen Schippen. Und die, die kommen und sagen, oh, wollen wir ein bisschen was Rechtes machen? Den sagen wir einfach, guck mal, da gibt es auch noch eine Ecke für dich. Hier spielen die coolen Kids. Und coole Kids sind für mich in dieser Bewegung diejenigen, die seit Jahrzehnten es nicht nötig haben, all das zu machen. Die haben nämlich einen Overhead-Projektor, eine Folie und Fakten. Und das ist Helmut Kreuz. Das ist ein cooles Kid. Gerne würde ich den Begriff Königsdisziplin in unserem Bereich prägen, hiermit. Und bei allen, wo es zur Königsdisziplin nicht reicht, werden sie immer eines feststellen. Die werden hier stehen und sagen, welches Feindbild nehmen wir? Die waren das. Ich krieg das jetzt nicht hin, fachlich euch das zu erklären. Es ist doch viel leichter zu sagen, es war die Familie Rothschild. Es ist so einfach. Aber ich glaube, wir dürfen so viel Anspruch haben und sagen, nee, wir wollen es richtig und qualitativ gut, und zwar auf dieser Seite. Und mittlerweile gibt es so tolle Menschen hier, gestern Felix Wuders, super. Die kriegen das hin, was der Kreuz da hinkriegt. Es gibt Nachwuchs in dem Bereich. Das Schlimme ist, diese Popelkinder wirken manchmal so charmant, sind meistens immer rhetorisch begabter, machen immer eine bessere Figur auf der Bühne. Klar, die haben die Zeit, die müssen sich nie mit Inhalten rumschlagen, die können ganz viel ihre Rhetorik schulen. Aber nein, das haben wir nicht nötig. Wir haben das nicht nötig. Ich glaube, wir kriegen es hin, dass wir sagen, wir haben hier ein Qualitätssiegel, das ist die Königsdisziplin. Und die anderen, die spielen erstmal nicht mit. Das war der erste Punkt. Es gab den einen oder anderen, der gesagt hat, das würde bestimmt alles besser funktionieren, wenn all diese Vereine aufhören würden, vor sich hin zu dümpeln und sich zusammenzuschließen. Womit ich mich seit Jahren beschäftige, sind Organisationen, geschlossene Systeme, wie funktionieren Teams, wie funktioniert Gesellschaft. Also das ist das Thema, womit ich mich Tag und Nacht beschäftige. Tut mir leid, also ich schlafe nicht mit Kreuzdiagrammen ein. Ich liebe das Thema, ich liebe Helmut Kreuz, aber mein Thema sind, wie bauen sich Organisationen auf und wie können wir gemeinsam lernen, zusammenzuarbeiten. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Wir denken, je größer eine Sache ist, umso mächtiger ist sie. Das ist halt nicht mehr so in diesem Jahrhundert. Je größer eine Sache ist, umso schwieriger ist es, was zu erreichen. Ich nenne mal zwei große Sachen. Ich nenne mal zwei große Volksparteien. CDU und SPD. Die sind sehr groß. Die haben 500.000 Mitglieder jeweils. Vor 10 Jahren hatten beide 1 Million Mitglieder. Also die haben zusammen in den letzten 10 Jahren 1 Million Mitglieder verloren, obwohl sie groß sind. Noch eine große Sache, Gewerkschaften. Die haben in den letzten 10 Jahren auch 1 Million Mitglieder verloren. Große Systeme. Warum passiert das und warum passiert das jetzt in diesem Jahrhundert? Abgesehen davon, das sind 1 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland, die waren davor politisch engagiert,
die wollten Gesellschaft gestalten, die wollten irgendwas in diesem Land besser machen. Wo sind die? Die sind nicht bei den kleinen Parteien gelandet. Ein paar sind bei den Piraten jetzt. Dafür sind aber auch einige bei der FDP weg. Also es gleicht sich aus. Es ist unfair, aber gerecht in diesem Fall. Wo sind diese 1 bis 2 Millionen Menschen? Und das sind wirklich Leute, die wahrscheinlich noch Interesse haben, diese Gesellschaft besser zu machen. Und die haben ein Recht, sehen wir uns doch mal ein bisschen als Dienstleister, die haben ein Recht darauf, von uns Qualität zu bekommen. Ich weiß, es ist schwer, mit der Königsdisziplin ganz schnell viele zu erreichen. Aber da kommen wir noch hin. Wir sind noch beim Warum. Wo war ich, Gudrun? Wo war ich? Entschuldige. Dirk Müller war ja mit in der Galerie gestern Nacht und der wollte noch ein Bierchen trinken. Ich glaube, weil er einfach mal nett sagen wollte, ach, es war nett bei euch, ich trinke ein Bierchen, jetzt gehe ich. Hier arbeitet jemand mit, Ronja, tolles Mädel, die saß bis 4 Uhr morgens, glaube ich, noch mit ihm da und der war platt. Also, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen hat, aber die haben auch diskutiert und alles und sah wunderschön aus. Große Systeme. Natürlich könnten wir all diese Vereine, Initiativen, es sind 150, zusammenwerfen und, so, und sagen, hey cool, guckt mal, die einen haben eine Zentrale, die können uns von da aus koordinieren. Die einen haben diesen charmanten Typen, der führt uns jetzt an und so weiter, können wir alles aufbauen. Also ist nicht neu, kriegt man hin, starker Mann, zentrale Verwaltung, Kontrollsystem, dann läuft so ein großer Laden. Jetzt werde ich leider Dinge verraten, warum das funktioniert, aber nicht läuft. Erster Punkt, in einem System, in einem Netzwerk, in einem Organismus, in einer Organisation, kann man im 21. Jahrhundert nicht mehr erfolgreich sein, gar nicht mehr, wenn man den Anspruch hat, irgendwas, was in diesem System läuft, kontrollieren zu wollen. Je freier dieses System ist und jeder Teilnehmer in diesem System, umso stärker, dynamischer und demokratischer ist dieses System. Wenn Sie ein System haben, wo keine Kontrolle herrscht und jeder Teilnehmer die Freiheit hat, dann brauchen Sie nicht mal mehr Basisdemokratie. Zur Basisdemokratie komme ich noch. Tolle Sache, kann auch nicht funktionieren im Moment. Komme ich. Wenn Sie ein großes System haben, brauchen Sie einen Fluss an Informationen auch. Wenn Sie wollen, dass Ihre Organisation, Ihre Initiative oder was auch immer intelligent ist, dann nehmen Sie alle Informationen in diesem System und machen diese Informationen allen verfügbar in einem System. Jeder Teilnehmer eines Systems sollte ein Maximum an Zugang zu allen Informationen haben. Zwischenfrage? Ja. Da komme ich jetzt hin. Ja. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Bauen Sie Ihr System nicht starr auf. Ich habe mal in die Vereinsordnung geguckt und auch nach der Satzung dürfen wir das nicht machen. Außerdem muss der zweite Vorsitzende, hört sich nicht sexy an, oder? Ist nichts, wo man mitmachen will. Also es ist, ich kenne einen Verein, da bin ich hingekommen, freiwirtschaftlich organisiert, ich kenne keinen Namen, habe gesagt, ja, toll, bin jetzt auch bei euch dabei. Toll, dann kannst du dich ja bei uns engagieren, du kannst mitdiskutieren, du kannst an der Satzung mitarbeiten. Was hat der erwartet? Dass ich dann sage, was? Auch noch an der Satzung darf ich mitarbeiten? Deswegen bin ich da. Das ist nicht gut. Absolute Teilhabemöglichkeiten für jeden Teilnehmer, Teilhaber in einem System. Teilhaber, das passt eher. Teilnehmer und Teilhaber.
wenn man es möglich machen kann, ein Maximum an Informationen, ein Maximum an Teilhabe zu ermöglichen und ein Minimum an Kontrolle. Es gab einen Begriff dafür früher, das ist fast Anarchie. Anarchie ist wie radikal, vom Begriff her. Kann jemand Anarchie erklären? Ohne Herrschaft. Ohne Herrschaft. Also, jetzt werde ich was verraten. Die Arbeitsphilosophie bei uns im Laden, bei GCN, die ist anarchistisch. Hatten Sie das Gefühl, dass ohne Herrschaft gleichzeitig bedeutet, ohne Ordnung und Struktur? Man kann ruhig mal den Aktiven kurz applaudieren, die hier mitgewirkt haben. Nick, Carsten, Benny, Chris. Sind alles Anarchisten. Maximum an Teilhabe, Maximum an Informationen, ein Minimum an Kontrolle. Wenn man das hat, da hast du recht, dann lesen die das manchmal nicht. Wenn ich was reinschreibe bei uns im Forum oder irgendwie was von mir gebe und Leute lesen das nicht, du hast nicht gesagt, dass du es reingeschrieben hast und sie haben es nicht gelesen, ne? Gut, greife ich dich nicht an. Auch da sollte es Wettbewerb geben und Angebot und Nachfrage. Wenn ich die ganze Zeit was schreibe und Leute wollen es nicht lesen, an wem liegt's? Dass die zu inaktiv sind oder dass ich meine Inhalte so gestalten muss, dass man da mitmachen möchte. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Druck. Ich komme zurück zu diesem bösen Ding von vorhin. Inhalte ohne Seele. Was war es? Verschwörungstheorie, Esoterik, rechts blinken. Das geht auch schneller. Druck. Wir müssen dann und dann und wir müssen die Leute aufwecken. Bei Druck passiert was Tolles. Ich weiß nicht, ob Sie es mal probiert haben. Ich versuche mal zu erklären, was Druck ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend an die Galerie. Da ist eine Bedienung. Martin, ich nehme dich. Ist das eine hübsche Bedienung? Ja. Gut. Geh da heute Abend hin, renn in die Bar und umarm die. So richtig mit Druck. Was wird passieren? Wird sie sagen, ah, schön, wie heißt du? Ich liebe dich jetzt. Ich mache alles, was du willst. Wo wohnst du? Ich ziehe gleich mit dir mit. Wir machen eine schöne Zukunft. Wolltest du schon Kinder? Ich koche auch gut und so. Glaubst du, das wird passieren? Ich glaube auch nicht. Und ähnlich ist es auch bei Vereinen und Initiativen. Mit Druck kriegen sie nur eines hin. Die Leute haben keinen Bock auf die Sache. Aber es gibt was Ähnliches mit einem viel höheren Antrieb. Startet nur ein bisschen langsamer. Das ist Sog. Cooler Sandkasten, wenn der wirklich cool ist, absolute Teilhabe, absolute Transparenz, ein Minimum an Kontrolle und total egal, ob die jetzt kommen oder nicht kommen, mitmachen oder nicht mitmachen. Wir machen hier gerade unsere Projekte. Manchmal denkt man dann, oh Gott, dann schwimmen wir in der eigenen Suppe und so weiter. Nee, man macht gemeinsam tolle Sachen. Das führt nur zu einer Sache, dass irgendwann ein Kind an diesem Sandkasten vorbeikommt und sagt, hey, ich war ja schon überall in dieser Stadt, aber so einen Sandkasten habe ich noch nicht. Hey, ich will da mitspielen. Jetzt verrate ich mal ein paar fiese PR-Tricks. Wenn so jemand kommt, nicht gleich nett sein. Ein bisschen cool bleiben und sagen, nö. Komm in der Stunde, wir reden drüber nochmal.
Das ist eine gute Sache. Also nur nebenbei muss man nicht machen, ist aber cool, weil dann geht das Kind verdammt. Oh, dann macht er noch was ganz Tolles und geht rum, hat die Wartezeit, es geht zu den anderen Kindern und sagt, wer sind die überhaupt und wie spielen die da? Und dann ist das Popelkind, sagt, die sind doof, spiel nicht mit denen, lass mich auch nicht mitspielen. Die können auch nicht im Stechschritt marschieren. Wird das andere Kind sagen, okay, ist cool, nee, tschüss, wird woanders hingehen und wird sich informieren. Und nach einer Stunde wird dieses Kind kommen, wird genau wissen, wer in diesem Sandkasten spielt, was die da machen und so weiter. Und erst dann ist es richtig toll, wenn der mit in den Sandkasten kommt, dann hast du jemand Erfolgreiches, also jemand Tolles dabei und bist erfolgreicher. Und das ist Sog, nur darum geht's. Das ist es, es ist Sog. Sie dachten bisher, die Leute verstehen es nicht wegen den Inhalten. Ja. Ich habe 30 Sekunden gebraucht vorhin für die Inhalte. Das menschliche Gehirn und unsere Inhalte, sind die so einfach oder sind die eher so komplex? Ich weiß es nicht. Ich muss leider feststellen, doch, unsere Inhalte sind hochkomplex. Und unser Gehirn ist ebenfalls hochkomplex. Und eine Gruppe mit 4 Menschen, die zusammenarbeiten sollen, sind hochkomplex. Eine Person, die mit einer anderen Person arbeitet, also, wenn ich in einer Beziehung bin, gibt es immer einen, der zickig ist. Das bin ich meistens, vor allem, ja. Wenn ich zickig bin in der Beziehung, bin ich eher kompliziert. Aber nicht komplex in dem Fall. Ich glaube, diese zwei Begriffe müssen wir uns mal kurz vornehmen. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Seit Jahren versuchen Leute nämlich zu sagen, es ist ganz einfach, wir haben ein komplexes Thema, wir müssen es nur runter reduzieren, einen Film drüber machen, senden. Was soll da passieren? Natürlich, 7 Milliarden Menschen werden sagen, ach so, stimmt, ändern wir mal kurz das Geldsystem. Das geht gar nicht, darauf will ich jetzt eingehen. Bei komplizierten Dingen geht das. Komplizierte Dinge, dieses Blatt ist kompliziert aufgebaut. Bei komplizierten Dingen kann man einfach etwas machen. Man kann es unterteilen, kann ein Bruchstück rausnehmen und sagen, es ist kompliziert, aber das ist so ein Hundertstel. Rechne das mal 100. Das ist das Ding. So, das geht. Allerdings sind unsere Themen nicht kompliziert. Unsere Themen sind komplex wie dieses Gemälde hier, diese Wandmalerei. Wenn man hier sagt, ich will jetzt mal ein kleines Stück rausnehmen, so, das ist ein Stück des Ganzen, rechne das einfach mal hoch. Wiese, der wird natürlich sagen, na klar, das ist eine Wandmalerei aus dem Jahre 1650 aus Köthen. Ich glaube nicht, der würde sagen, ja, noch mehr Wiese. Weil der Mensch immer komplizierte Zusammenhänge schnell aufbauen kann, ähnlich wie bei dem Vortrag von Susanne Wiegel. Stirn, Mona Lisa, coole Sache, können die Leute sofort erkennen. Wir haben ein hochkomplexes Thema. Und wussten Sie, dass ein Rechner, ein PC, ebenfalls komplex aufgebaut ist? Waren das Informatiker? Ein PC ist komplex aufgebaut. Gehen Sie mal in einen Apple-Shop. Glauben Sie, da kommt ein Verkäufer und sagt, wie toll, dass Sie da sind. Sie wissen gar nicht, was für tolle Sachen wir machen. Wir sind Computerexperten. Und ich werde Ihnen jetzt mal erklären, wie komplex unsere PCs aufgebaut sind. Warten Sie, dauert nicht lang, 3 Stunden, ich mache das mal auf. Hier ist der Prozessor, hier ist das, das und das und das und das.
Machen die das so im Apple Shop? Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ob Invo oder GCN oder was auch immer, man kommt in diesen Laden rein und da kommt jemand und sagt, oh, wie cool, dass du dabei bist, wir haben ein tolles Produkt. Warte kurz, ich hole nur kurz die Diagramme. Wenn du in den Apple Shop gehst, haben sie den neuesten, den iPad der neuen Generation. Der schaut toll aus. Da kannst du drauf touchen, das macht Geräusche, also die Sinneswahrnehmung total super. Klasse Sache, du fühlst dich wohl, du willst, das ist ein cooler Sandkasten. Man kann komplexe Zusammenhänge den Menschen nicht näher bringen. Das geht so schnell nicht. Ich würde auch jedem ab jetzt nicht empfehlen, komplexe Zusammenhänge jemandem zu erklären, ohne dass er gefragt hat. Wenn wir mal mehr werden sollten und ihr macht weiterhin eine Sache, ihr versucht Leuten komplexe Zusammenhänge näher zu bringen, nehmen wir mal an, wir sind 1 Million Menschen hier und machen das, es wird ein Gesetz gegen uns erlassen werden. Das ist ganz schlimm, was wir da machen. Was wir, glaube ich, brauchen, sind Anwenderprogramme. Also die Leute sind durchaus bereit zu sagen, hey, was ist das für eine App, den ihr da gebaut habt? Oder ich verstehe jetzt diesen Computer nicht, aber was kann ich da drauf machen? Was habe ich für einen konkreten Nutzen davon? Und jetzt kommen wir direkt rein ins Wie. Dinge sind nur erfolgreich, wenn sie einen konkreten, praktischen Nutzen mitbringen. Für den einzelnen Beteiligten. Nicht traurig sein, wenn man hingeht und sagt, du, weiß jetzt nicht, du bist ja auch nicht wichtig, du musst das ganze Große sehen und wir wollen die Menschheit retten und der Umwelt soll es gut gehen und so weiter. Ich muss leider mitteilen, Menschen sind eine sehr interessante Spezies. Die sind auch dafür, dass es der Umwelt gut geht und dass es der Gesellschaft gut geht. Aber so richtig mit Leidenschaft mitmachen, das machen die nur bei Dingen, die einen konkreten, praktischen Nutzen für sie haben. Also brauchen wir Anwenderprogramme, die auf den einzelnen Beteiligten angepasst sind. Jetzt komme ich wieder zurück. Warum sollten wir unsere Läden, unsere Apple Shops mit absoluter Teilhabemöglichkeit, absoluter Transparenz und einem Minimum an Kontrolle aufbauen? Weil der Einzelne dann ein Maximum an Chance hat, in diesem Laden einen konkreten, praktischen Nutzen für sich zu finden. Sonst wäre es ja schlimm, dann würde man in den Apple Shop kommen. Da steht man so da. Es gibt Leute, die haben Talente, die kommen so hin und sagen, ach, cooler Sandkasten, will ich mitmachen, was kann ich tun? Da ist einer so in die Theke und sagt, nennen wir erstmal die Fischer-Gleichung. Habt ihr das gesehen? Der kennt die Fischer-Gleichung nicht. Ich weiß nicht, ob das gestört ist. Das ist doch eine Störung. Was stimmt mit uns nicht, Leute? Was erwarten wir von den Menschen? Nick, ich will dich jetzt hier nicht so... Wir hatten das mit der Fischer-Gleichung. Wo du kamst und gesagt hast, Alter, der nervt mich mit der Fischer-Gleichung. Nick kann eine Sache, ganz toll, der kann in einer Woche mit 150 Initiativen telefonieren und kann dafür sorgen, dass in 5 Städten eine Veranstaltung stattfindet. Leute, lasst den Kerl telefonieren, aber nervt ihn doch nicht mit der Fischer-Gleichung. Der leistet seinen Beitrag. Und wenn wir das nicht verstehen, bleiben wir ein elitärer, kleiner Haufen, der nicht sexy ist. Wir können aber eines machen, wenn jemand in einem coolen Sandkasten lange mitarbeitet, könnte der anfangen, Interesse zu entwickeln, könnte sagen, hey cool, ich arbeite hier mit, grundsätzlich habe ich ja die Inhalte verstanden, aber jetzt will ich tiefer in die Materie gehen. Das ist so, als würde im Apple Shop der Verkäufer sagen, hey, wie ist das mit dem Prozessor? Und dann ist es interessant.
Erklären Sie Menschen nur komplexe Zusammenhänge, wenn sie danach fragen. Ansonsten haben wir nicht einen Menschen nicht gewonnen, wir haben ihn wahrscheinlich sogar verloren, weil wir die komischen Typen sind, die rumrennen und Leute nerven. Das war alles nicht so motivierend, oder? Dankeschön. Du bist ein großer Realist. Aber Realismus macht nicht immer Spaß. Gibt einen tollen Typen, der macht Vorträge. Wir haben vorgestern in der Bar über ihn geredet. Der heißt Professor Kruse. Super Typ, der ihn kennt, also der Vorträge von ihm gesehen hat. Der kann da viel lernen. Der sagt, wenn ihr ein Team baut, solltet ihr drei Typen mit dabei haben, dann ist das sehr erfolgreich. Darauf möchte ich einfach eingehen. Ich habe Nick gerade erwähnt. Es gibt einen Typen, der heißt Broker. Ich werde jetzt englische Begriffe verwenden. Es gibt in Köthen einen Verein, das ist die fruchtbringende Gesellschaft, die schützt die deutsche Sprache. Und wenn Sie hier durchgehen und irgendwas Englisches sagen und jemand kommt mit dem Regenschirm auf Sie zugelaufen, dann ist das jemand von der fruchtbringenden Gesellschaft. Ich nenne sie die Fruit Company. Aber ich werde das eh beschreiben. Es liegt nicht an der Größe, sondern an der Schrift. Der sagt, wenn ihr ein Team baut, drei Typen müsst ihr dabei haben. Wenn ihr die dabei habt, dann kann dieses Team gar nicht einen Misserfolg landen. Creator, Owner und Broker. Ich beschreibe das mal. Owner, das sind Leute, die können in einem speziellen Gebiet, in einem Fachgebiet, können die so richtig viel. Die haben viel Fachwissen. Die finden auch interessant, die stehen da und sagen Fischergleichung, na klar. Owner können, wir haben einen Owner, man denkt, das ist ein Creator, das ist Fuchs, der weiß, wie man an einem Tag 5 Videos schneidet und noch ein paar Flyer entwickelt und so weiter, weil ein Owner ist, der beherrscht ein spezielles Fachgebiet. Sehr gut. Broker, Nick, Broker können erstmal nichts. Wenn man ein Problem hat und sucht eine Lösung und braucht jemanden dafür, Broker wird direkt nicht helfen können. Aber Broker können was ganz Tolles. Sie wissen immer, immer, wer es könnte. Und haben mit diesemjenigen auch schon 10 Bier getrunken. Weil das einfach hochkommunikative Menschen sind, hochwache Menschen sind, interessierte Menschen sind, aber die mit Detailarbeit verrückt werden. Anekdote, Nick kam vor 2 Jahren zu mir, da waren wir noch ein Mitarbeiter, ich und er. So, ich habe zu dem Zeitpunkt, damals war ich nicht zu tief in der Materie, war ich der Meinung, der macht da so, der kommt noch in diese Owner-Tätigkeit rein. Der hat innerhalb der ersten 3 Tage ungelogen 2 Tastaturen kaputt gemacht, weil er sie gegen die Wand geschlagen hat. So, entweder ist das ein Vollidiot, aggressiv, will Dinge zerstören, oder irgendjemand anderes ist doof. Ich hatte hier eine Tasse mit Kaffee, wo ist sie? Da steht keine Macht den Doofen drauf. Wenn Sie anfangen, Leute, die eine spezielle Fähigkeit haben oder in einem Bereich fit sind, irgendwo anders hineinzupressen, was soll denn passieren? Also Broker, ganz wichtig. Creator. Wir haben sicher einige Creator in diesem Raum. Das liegt an diesem Kongress, weil die sind alle hier angereist. Also ein typischer Creator ist Bernd Hückstedt. Thomas Staude ist ein typischer Creator und so weiter.
Creator. Man verwechselt sie, oh, schön, dass ich Namen genannt habe. Man verwechselt sie manchmal mit so Kindern, die nicht mitspielen dürfen, weil die im bisherigen System immer als Gefahr empfunden wurden, vor allem in Unternehmen, Vereinen, Initiativen. Sie sind da, Creator haben immer Ideen, haben immer Visionen und haben einen enormen Antrieb, diese Ideen und Visionen nach vorne zu bringen. Die haben meistens auch die Probleme zu wissen, ob sie einen Owner noch an der Seite haben oder einen Broker, der das verkauft. Die sind auch selbstbewusst an manchen Stellen, denken, sie können es auch selber verkaufen, und sie können alles. Creator werden in politischen Parteien, das habe ich live mitbekommen, die werden nichts. Die können doch keine Ochsentour machen. Wenn du denen das Konzept erklärst von, ich werde Mitglied im Ortsverein, dann werde ich einige Flyer entwickeln, dann betreue ich den Infostand am Marktplatz. 3 Jahre später bin ich Protokollant des Ortsvereins Süd meiner Stadt. 4 Jahre später finden wir raus. Und irgendwann nicht Kreisvorsitzender mit 40 Jahren, bin kurz davor, einen Listenplatz zu bekommen von meiner Partei für die nächste Landtagswahl. Übrigens, falls Sie vorhaben, so ein Leben zu führen, tun Sie es nicht. Ich kenne sehr viele Menschen, die das machen. Nein. Also politische Parteien sind nicht die, wir kriegen es anders hin. Engagiert euch in politischen Parteien, ist kein Problem, aber zieht nicht diese Tour durch. Also danach kommt man degeneriert raus, man ist total am Ende. Also macht überhaupt keinen Sinn. Und vor allem für Creator ganz schrecklich, wenn Creator die Chance verlieren zu gestalten, wenn man ihnen eines wegnimmt, dass sie an einem Tag aufstehen und nicht die Chance bekommen, diese Welt, die sie da draußen sehen, besser machen können oder anders machen können, dann sterben diese Menschen innerlich. Und Creator sind meistens auch noch unbeliebt, weil sie Optimierungsideen haben in Vereinen und Unternehmen und so weiter. Die sagen, hey Leute, können wir nicht das, das und das anders besser machen? Die haben keine Chance gegen Owner, die sind immer... Du weißt doch, das geht nicht wegen der Satzung. Und der Broker ist mein Schwager. Wir organisieren eine Mehrheit, aber da bist du platt. Also Creator haben es schwer im Leben. Aber man braucht sie. Wenn ein System sich weiterentwickeln soll, muss ein System, eine Organisation intelligenter werden. Und intelligenter wird ein System nur durch den Schritt raus aus den eigenen Grenzen, um einen neuen Claim abzustecken, dass die Grenzen sich erweitern. Ein Unternehmen wächst nur durch Innovationsprozesse. Und mit Wachsen meine ich nicht nur Erfolg oder Zahlen oder sonst was, sondern die Intelligenz dieses Systems wächst nur durch Innovationsprozesse. Braucht man Creator? Sie funktionieren selten allein. Sie brauchen immer die Verbindung mit Ownern und Brokern. Und wenn man die 3 Faktoren in einem Team hat, braucht man keine 500.000 Mannpartei, Fraupartei. Aber die haben auch keine Frauen mehr, so viele da in der Partei. Etwas ganz Verrücktes erzählen. Wenn man ein Team mit 4, 5 Leuten hat und da sind die drin, können die an bestimmten Tagen eine viel größere Reichweite haben beim Erreichen von Menschen als eine Partei mit 500.000 Mitgliedern. Weil wir im 21. Jahrhundert leben. Wir haben so eine Informationsdichte, also die Informationen laufen in einer Geschwindigkeit, das ist so rasant, so schnell. Und die Kommunikation ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Man muss nur eine Idee ins Internet stellen und die kann weltweit sofort bekannt werden. Warum wird sie nicht bekannt übrigens? Das ist auch der Nachteil an zu viel Information und Kommunikation. Es gibt halt an diesem Tag noch 700 Milliarden andere Ideen im Netz. Früher war Information weniger getaktet.
Ich kann mich erinnern, ich war so 15, 16, war ein Mädel in meiner Schule, fand ich sehr süß, süß. Die war Wahnsinn. Ich habe nachts von der geträumt und so weiter. Und die hat mit mir gesprochen in der Pause und hat gesagt, na gut, ich rufe dich heute Abend an und dann reden wir wegen dem Kino und so. Vorgeschichte, ich habe sie mindestens 1000 Mal gefragt, ob wir ins Kino gehen. Aber sie hat gesagt, ich rufe heute Abend an. Ich war am Abend zu Hause, habe auf den Anruf gewartet. Ich warte nur auf eine Information, die ist für mich sehr hoch und so ist hochwertig und sehr wichtig. Ich warte auf diese Information, Telefon klingelt. Ich gehe ran, ist ein Kumpel. Sagt, was machen wir heute? Wollen wir noch weggehen und so weiter? Alter, leg auf. Ich brauche das Telefon und ruf nicht nochmal an, die Leitung, die muss frei sein. Zack. Das Telefon so knapp in meinem Zimmer, Tür zu, weil das Telefonkabel wirklich nur bis vor die Tür reicht. Gab noch keine Handys damals. So, Nick kann heute Abend weggehen mit einem Mädel und ist noch in der Lage, über sein Handy mit 6 anderen Mädels zu kommunizieren. Ob das qualitativ besser ist, ist jetzt auch privat. Wir müssen mit dieser wahnsinnigen Informationsdichte umgehen lernen in diesem Jahrhundert und fühlt euch davon nicht bedroht. Es geht allen Menschen auf dieser Welt nicht anders als euch. Und überschätzt nicht die Möglichkeiten, die Facebook bietet. Überschätzt nicht die Möglichkeiten, die Twitter bietet. Ich mache oft so ein Training für Kommunikation, für Leute in Teams und so weiter. Und dann gebe ich Tipps, wie man das nutzen sollte und so weiter. Jetzt kommt ein Tipp, wie Sie Facebook nutzen sollten, falls Sie es nutzen. Erster Tipp, es ist nicht schlimm, wenn Sie kein Facebook nutzen. Absolut in Ordnung, gute Entscheidung. Kommunikationsexperte, sagt es Ihnen. Wenn Sie es nutzen und merken, Sie nutzen das mehr als 6 Stunden am Tag, dann ist die Tatsache, dass wir unsere Inhalte nicht an den Mann bringen, wirklich eines Ihrer kleinen Probleme. Eine Information zu vermitteln am Tag über Facebook ist eine richtige Sache. Nehmen Sie sich dafür eine Stunde Zeit. Die Stunde beginnt, indem Sie das Haus verlassen. Entweder ein Typ sind wie ich, einen Kaffee trinken gehen und noch einen Kuchen essen und noch eine rauchen. Oder Sie sind ein Typ, der gern spazieren geht. Machen Sie das 55 Minuten lang. Schauen Sie, wie die Bäckerin arbeitet. Schauen Sie, wie die Menschen so ticken. Genießen Sie die frische Luft und so weiter. Nehmen Sie die Realität wahr. Und die letzten 5 Minuten, wenn Sie daheim sind, schreiben Sie Ihre Informationen in Facebook rein. So empfehle ich allen, Facebook zu nutzen. Nur ein Beispiel, und es gibt ja noch so viele andere Portale. Wir müssen noch lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und die ganze Welt muss damit lernen, umzugehen. Also überschätzen wir die Möglichkeiten noch nicht, weil die Informationsdichte zu hoch ist im Moment. Creator Broker Owner. Schön. Mich würde es interessieren, gab es bei dem einen oder die andere, anderen die Frage, was bin ich eigentlich gerade? Ja. Ja? Sehr gut. Das ist eine Sache, die kriegt bei uns jeder, der bei uns anfängt, im ersten Vortrag sofort gesagt. Das ist besser als jedes Bewerbungsgespräch. Man hat einen Nachteil bei uns im Verein. Du kommst in ein Team und in diesem Team hat eigentlich keiner einen Bock drauf, dir zu sagen, was du zu tun hast. Du hast auch noch Zugang zu allen Informationen. Alles. Jeder informiert dich auch und alles super und so weiter. Aber ja, du bist cooler, wenn du vieles selbstständig hinbekommst. Noch cooler bist du, wenn du ein bisschen Rückgrat hast.
Charakter kann nicht schaden. Noch besser, ein bisschen Persönlichkeit noch. Dann bist du richtig aufgehoben, zumindest in unserem Sandkasten hier bei GCN. Es sind 4 Punkte. Wer war das? Von wem kam das? Es liegt an der Schrift. Ich werde das beschreiben. Ich kann leider nicht, so ist es halt. Fähigkeiten. Bevor sich die Frage, also ich kann Ihnen jetzt super erklären, wie Sie drauf kommen, ob Sie ein Creator, Broker oder Owner sind. Aber ich verrate Ihnen jetzt ein Mittel, wie Sie optimal mit Leuten zusammenarbeiten können, optimal Ihre Projekte konzeptionieren können, wie Sie wirklich glücklicher sogar durchs Leben gehen. Jetzt kommt der Bereich, Tom wird zum Scharlatan. Danach wachsen überall Gänseblümchen, versprochen. Erste Frage, egal ob Sie jetzt jemandem Inhalte vermitteln, ob Sie sich mit jemandem unterhalten oder ob Sie die Entscheidung treffen wollen, ob Sie mit jemandem zusammenarbeiten wollen oder sonst was, stellen Sie sich immer die Frage, warum steht dieser Typ gerade vor mir? Wenn ich jeden Tag mit Leuten mich treffe, egal in welcher Situation, mittlerweile habe ich das so eingeprägt, die erste Frage, die ich mir innerlich stelle, warum? Was, also nicht mit dieser bösen Skepsis, so warum, sondern warum? Das ist so eine Neugier, die ich habe. Warum will der jetzt ein Praktikum bei uns machen? Was ist die Motivation eines Menschen? Wenn ich das nicht fragen würde, mich selbst, würde ich nicht die Fragen stellen, um die Person gegenüber kennenzulernen. Weil wir haben ein Problem. Wir haben von 10 Bewerbern sind 2 richtig für unser Team. Nicht, weil wir so elitär sind oder sonst was. Die 8 von 10 sind meistens Leute, die wegen dem Spirit zu uns kommen. Spirit. Fruit Company nennt das wegen der Stimmung und Umgangs miteinander und so. Die sagen, hey, das ist cool, da will ich mitmachen. Ich wollte schon immer eine Familie und das ist ja alles so nett und alle kuscheln und so weiter. Wir sind keine Kommune. Wir sind auch keine Familiengemeinschaft oder so. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Das sind Leute, die zusammengekommen sind, um zu sagen, ich kann was, die können was. Und wenn viele, die wirklich speziell und gut was können, dann ist das ein krasses Team. Und ich will in einem krassen Team sein, weil ich krasse Fähigkeiten habe. So Typen, die kommen bei uns sofort, sind dabei. Aber Leute, die sagen, hey, die Stimmung ist schön und so. Diese Frage kann ich mir immer nur beantworten in dem Moment, wo ich mich frage, warum kommt der gerade? Und dann stelle ich die Fragen. Falls Sie so einen Stammtisch besuchen, müssen Sie das mal ausprobieren. Wenn Sie da mal sitzen, stellen Sie sich zum ersten Mal die Frage, vor allem wenn Sie noch irgendwie parteipolitisch engagiert sind, stellen Sie sich die Frage, wenn die reinkommen, so innerlich so, warum kommen die eigentlich alle hierher? Es muss ja einen Grund geben. Die stehen da auf in ihrem Stadtteil, ziehen sich an, gehen runter, laufen 150 Meter zur Straßenbahn, setzen sich da rein, fahren 6,5 Haltestellen, steigen aus, biegen um die Ecke, schauen sich noch was im Schaufenster an und so kommen in diese Kneipe, 40 Minuten Weg teilweise, kommen in diesen Laden, sagen, wo treffen die sich, gehen in den hinteren Raum, setzen sich hin. Was treibt einen Menschen, all diese Aktionen vorzunehmen, um zu diesem Stammtisch zu kommen? Begegnen Sie doch Ihren Mitstreitern mit ein bisschen mehr Neugier. Warum macht er das? Eine ganz spannende Frage. Die nächste Frage ist, was hat er eigentlich für Fähigkeiten? Übrigens stellen Sie die Fragen auch so sich, warum mache ich das eigentlich? Fragen Sie lieber auch noch ein paar Freunde. Mein Gehirn denkt, ich habe immer recht. Gut, noch eine Außenmeinung einzuholen, wenn es um die eigene Person geht. Fähigkeiten.
spannend. Für mich ist jeder Mensch, den ich kennenlerne, also manche sind auch, glaube ich, da, die waren verwundert, dass ich mir sehr viele Namen merken kann und wo sie herkommen und so. Es liegt nicht an einem guten Gedächtnis oder sonst was, es liegt daran, dass ich ein intensives Interesse an meinen Mitmenschen habe. Aus egoistischen Gründen. Mann, da kommen 500 Leute nach Köthen in einer Woche. Jeder anders gestrickt, jeder muss sich das anders organisieren, hat Fahrtstrecke, nimmt eine Mitfahrgelegenheit, manche kommen zusammen, manche schlafen auf dem Schlafsack, manche in einem 5-Sterne haben wir nicht in Köthen, 4-Sterne haben wir nicht in Köthen, 3-Sterne-Hotel. Die haben alle eine Story hinter sich, das ist unglaublich. Und die sind hier tagelang hier. Das ist für mich toll. Ich habe einen gigantischen Wettbewerbsvorteil, weil ich nur mit diesen Fragen rumgehe. Ich habe ein hohes Interesse an jedem Beteiligten hier. Aus egoistischen Gründen. Es ist unglaublich, wozu Menschen in der Lage sind. Was für Fähigkeiten in Menschen innewohnen. In jedem von uns. Es ist aber nur der beseelt, der in der Lage ist, diese Fähigkeiten zu erkennen, zu fördern und herauszufordern. Daher, falls Sie da an Ihrem Stammtisch sitzen und oder mit einem Freund da sitzen, wenn Sie herausgefunden haben, hey, seine Motivation passt mit meiner Motivation überein, die Fähigkeiten, die er hat, super. Dann sind Sie schon ein viel stärkeres Team. Viel stärker. Nächster Punkt sind, welche Ressourcen hat mein Gegenüber? Nicht gleich das Geld. Das ist gar nicht das Interessante, sondern wie sehr überfordern wir in unseren Vereinen, Initiativen, Organisationen unsere Mitstreiter? Es gibt so Typen, die landen oft bei GCN, die haben gar nicht die Ressourcen, um 10 Uhr morgens aufgewacht zu sein. Machen die nicht. 150 andere Initiativen sind der Meinung, das ist unprofessionell. Ich sage, das ist ihr Element. Und wenn die erst ab 12 Uhr ihre Fähigkeiten aus der richtigen Motivation heraus ausbilden können, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Nächster Punkt. Manchmal sind wir der Meinung, das, was ich gerade sage, ist unheimlich spannend. Oft hilfreich, wenn man sich die Frage stellt, findet der Gegenüber das auch spannend? Ressourcen sind auch die mentalen, seelischen Ressourcen eines Gegenübers. Kann der mit mir 6 Stunden Occupy Demo machen. Also ein Verständnis dafür zu haben, über welche Ressourcen verfügt mein Mitstreiter. Wenn ich von mir weiß, welche Motivation ich habe, warum ich das mache. Übrigens, jetzt werde ich mal die Szene richtig bashen, also richtig angehen. Wenn jeder sich in dieser Bewegung die Frage stellen würde, warum mache ich das, wären 10% erstmal im Schützenverein. Weil die machen es wegen der Geselligkeit. Es würden nicht mehr so viele übrig bleiben. Was gut wäre, das ist ein gesunder Schrumpfungsprozess in einem Unternehmen, eine tolle Geschichte. Fähigkeiten, welche Fähigkeiten habe, wenn ich das erkenne, meine eigene Schatzkiste entdecke und weiß, über welche Ressourcen ich verfüge, nämlich zu wissen, wann ich arbeiten sollte, was ich arbeiten sollte, wie ich arbeiten sollte, mit wem ich arbeiten sollte. Wenn ich all diese W-Fragen für mich gelöst habe, dann wird der Laden immer funktionieren. Da kannst du irgendwie noch eine Bombe drin hochgehen lassen, diesem Laden passiert nichts mehr. Weil dieser Laden ist, wenn du das bei dir weißt und bei den anderen und das schlüssig ist in dem ganzen Team, ist dieses Team unaufhaltbar. Hat dann neue Probleme, entwickelt zu viel Sog. Kann damit nicht umgehen, weil nicht genug spenden, aber ist eine andere Geschichte. Und die Rolle. Ähm,
Was ist meine Rolle? Ganz interessante Frage. Bei Vereinen so, sei es Vorstand oder sonst was. Es ist sehr gut, wenn man seine Rolle kennt. Das ist wie in einem menschlichen Organismus. Es ist wirklich, wirklich wichtig für das Gehirn, dass es weiß, da ist das Herz. Und nicht da. Und das sind die Gliederungen, Untergliederungen bei Parteien, anderen und großen Organisationen. Es ist wie ein menschlicher Organismus eine Organisation. Bundeszentrale. Erst wenn man weiß, wenn etwas in der richtigen Rolle ist, kann es sich entfalten. Wir entwickeln uns als Menschen nur in Rahmenbedingungen, wo wir in unserem Element sind. Und erst dann geht es so richtig los. Und deswegen ist es ganz wichtig, finden Sie bitte Ihre Rolle im Team. Ich habe nämlich festgestellt, es gibt den einen oder anderen, der inhaltliche Vorträge macht, ist aber nicht meine Rolle. Das ist immer vielen wichtig, dass man das macht, weil bisher der Gedanke war, nur inhaltliche Vorträge im ganzen Land bringen uns weiter. Nein, wir brauchen viel mehr Vielfalt, viel mehr unterschiedliche Aktionen. Also manchmal bringt den Vortrag nicht zu halten und dafür eine Wand anzumalen draußen viel mehr. Daher die richtige Rolle feststellen. Ich nenne das, wenn man alles weiß, ich nehme den grünen, blauen Stift. Blau. Der blaue Stift ist sogar schwarz. Ich nenne das Erkennen der eigenen Kraft. Erkennen der eigenen Motivation, Erkennen der eigenen Fähigkeiten, der Ressourcen und der Rolle, Erkennen der eigenen Kraft. Und wenn man das anwendet auf andere Menschen, erkennt man die Kraft anderer Menschen. Man kann das anwenden auf ganze Organisationen. Man erkennt die Kraft dieser Organisationen. Man sollte keine Börsenkurse mehr angucken. Die verraten Ihnen nicht, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Sie müssen sich einen Organismus vorstellen, dieses System verstehen. Und erst dann erkennen Sie den Wert einer Sache. Wenn Sie so weit sind, passiert was ganz Tolles. Aus egoistischen Gründen betreiben Sie hochprofessionelle Wertschätzung für andere Menschen und deren Projekte. Der Missgunst, Neidfaktor, wird minimal. Die Kommunikation, die Vernetzung, das Interesse aneinander, Spaß, Freude, Leidenschaft maximiert sich. Ihr Sandkasten wird immer cooler. Und ich wünsche mir, dass die geldreformerischen Gruppen, alle wie sie sind, cooler werden. Dass sie Sog entwickeln. Ich wünsche mir von den Regiogeldgruppen, dass sie Sog entwickeln. Und ich wünsche mir von den Tauschringen, Tauschkreisen und Grundeinkommensgruppen, ich wünsche mir, dass sie Sog entwickeln. Wenn wir diesen Sandkasten hinbekommen, dann haben die Leute Spaß. Und es gibt, ich bin PR-Mensch. Die beste PR-Kampagne für uns sind Menschen, die wahrhaftig, voller Freude und mit Leidenschaft das tun, was sie tun und sich absolut dafür interessieren, was die anderen tun. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Werbekampagne ist. Das ist eine Image-Werbung, monumental. Und ich habe vorher ein bisschen geschimpft. Ich glaube auch an Verschwörungen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Wenn zwei, drei Kaufleute zusammenkommen, dann hat man schon die erste Verschwörung. Ich weiß nicht, wer das... Wer? Der war das. Nick, weißt du, wo der wohnt? In Edinburgh. Es wird immer Verschwörungen geben.
Und wenn es da Leute gibt, die sich irgendwo, die müssen keine Kutten anhaben oder Runen oder sonst was, wenn es da irgendwo Menschen gibt, die sie zusammenkommen, weil sie ähnliche Interessen haben, dann ist das so wie jetzt. Sie sind alle Verschwörer. Sie sitzen alle zusammen in diesem Raum, weil sie ein gemeinsames Interesse haben. Sie sind eine Verschwörung. Und ich muss leider sagen, der eine oder andere kommt damit nicht klar, dass unsere Verschwörung nicht so erfolgreich ist wie die von anderen. Aber dass man mit diesem qualitativen Umstand nicht umgehen kann, muss doch nicht dazu führen, dass die anderen satanische Rituale vollziehen. Die arbeiten einfach besser, engagierter und interessierter an ihren Mitmenschen. Die gehen ganz anders an die Sache ran, die können Sog entwickeln. Und daher also keine Angst vor Verschwörungen, denn viel Spaß, sie befinden sich soeben in einer eigenen Verschwörung und ich finde das gut. So. Ich muss mal die Zeit tun. Was viele hier nicht wissen, ich kann das 8 Stunden am Stück. 3.20 Uhr, gut, ich habe noch ein paar Minuten. Gestern haben mich 2 Frauen beeindruckt bei Dirk Müller. Sie haben ihn beide aus dem Konzept gebracht. Es war einmal Eva Maria. Und später Ronja. Ich erzähle jetzt einfach eine Anekdote. Ronja, wie alt ist Ronja eigentlich? 19 oder so? 18. Die ist dahin. Wie fing das Gespräch an? Sie hat gesagt, Herr Müller, Sie hören sich auch gern selber reden, oder? So begann das Gespräch und sie saß noch stundenlang da. Sie sind dann irgendwann von dem großen Tisch zu zweit weiter. Ronja ging vor und Dirk Müller kommt so an mir vorbei und dann sage ich, Dirk, du bist ja immer mit der Sarah Wagenknecht in diesen Diskussionen. Die ist doch ein Dreck dagegen, oder? Sagt er, oh ja. Tolle Sache. Nein, ich werde jetzt noch die Zeit nutzen, dass wir ein paar Fragen klären können. Ich hoffe, dass ich ein paar Inhalte reinbringen konnte und ein bisschen Lust entwickeln konnte bei dem einen oder anderen, dass wir an unserer Methodik arbeiten und an unserer, also das ist das höchste Gut, die höchste Fähigkeit, die ein jeder Mensch in sich trägt. Wirklich, der Mensch ist nicht so konstruiert und ich glaube, Susanne Wiegel kann es noch besser erklären. Der ist nicht so konstruiert, dass er raffgierig nehmen will, dass er einen Spaß daran hat, dass es anderen schlecht geht. So ist der Mensch grundsätzlich nicht aufgebaut. Ein Mensch hat grundsätzlich sogar Interesse, dass es seinem Nächsten gut geht. Wir können viel über Glücksforschung reden und so weiter. Ein Mensch hat gigantisches Glücksempfinden, wenn er jemand anderem geholfen hat. Also wir Menschen, ich will damit nur sagen, es kann jeder von Ihnen hier im Raum. Jeder von Ihnen ist in der Lage, Wertschätzung für andere entgegenzubringen. Und ich will einfach dazu einladen, dass wir uns wertschätzen, noch nicht Applaus. Dankeschön, Sie haben sich hier hingesetzt und mir zugehört und das ist ein Höchstmaß an Wertschätzung. Dafür möchte ich Ihnen ja danken. Erstmal einen Applaus von mir in Ihre Richtung. Sehr gut, sehr gut. Minutenlang. Besser als auf dem SPD-Parteitag. Danke.